Lars, 0:3 verloren beim FCK, war eigentlich schon früh entschieden. Wie hast du das Spiel hier gesehen? Ja, erste Halbzeit war natürlich spielentscheidend, gerade auch die ersten Minuten. Da sind wir überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen, wo wir eigentlich rein müssen, gerade im Abstiegskampf. Individuelle Fehler, Abstimmungsprobleme, mangelnde Kommunikation, dann ja, wie gesagt, individuelle Fehler. Zweite Halbzeit war natürlich dann mal teilweise Lichtblick, weil Kaiserslautern eigentlich keine richtige Torchance mehr hatte. Im Gegenteil, wir hatten eigentlich noch ein, zwei, müssten eigentlich auch einen Handelfmeter bekommen. Aber wie dann immer alles so ist, wenn man unten drin steht, dann fehlt doch irgendwo ein Quäntchen Glück. Jetzt hat man gedacht, der Aufschwung ist so ein bisschen da. Ich habe den Murlautern 1-1 gespielt, habe den Pokal immerhin gewonnen, Ida Oberstein ausgefallen. Inwiefern wirft euch dieses 0:3 jetzt wieder zurück? Ja, ich sag mal, dass wir immer wieder Nackenschläge einfahren müssen. Davon geht man ja mal aus. Ne? Also wir können jetzt nicht denken, dass wir in den nächsten Spielen alle haushoch gewinnen. Ich denke mal, wie gesagt, aufgrund der zweiten Halbzeit, die eigentlich zum Schluss dann noch im Kopf bleibt, kann man dann ein Stück weit aufbauen und dann noch die nächsten Spiele angehen.